kleine in Bezug auf Windows 11. Bei meinem Laptop habe ich ebenfalls Windows 11 24 H2 installiert. Windows 11 funktioniert auf Laptops ebenfalls wunderbar. Windows 11 ist ein echt wunderbares Betriebssystem. War echt cool. So, okay. Wir gehen gleich mal in die System. Oh. Okay, weil ganz so leistungsstark ist wie der PC. Genau. So. Da gehen wir gleich. So. Und jetzt, um gleich mal den ersten Unterschied euch zu zeigen, Laptop Windows Mobil. Ist der hier. Praktisch, da könnt ihr die Bildschirmhelligkeit einstellen, so ganz wie. Und dann könnt ihr auch den Energieverbrauch auch entsprechend einstellen, ganz wie ihr lustig seid. Ausbalanciert oder Energiesparmodus oder Höchstleistung. Schon praktisch. naja, okay. Nur was seitdem ausgegraut ist, dass eben der Monitor ausgegraut ist. Aber okay, sei es drum. Es sei denn, ihr schließt einen externen Monitor an. Schon vorgesorgt. Total praktisch. Kann gleich mal eben Energiesparplan. Wollen wir noch ein bisschen anpassen. Ding Leistung bringt mein Laptop auf Netzbetrieb. Na gut, okay, ich kann auf 15 Minuten nach 15 Minuten auf Sparmodus. Oder dass es ganz anbleibt. Und so. Wobei ich bin ja dafür, weil der Laptops soll Leistung bringen. Also volle Power geht. Okay. Also dran. Jo. Nach 15 Minuten mal eben da in der gesenkt wird, also sprich die Geräte nach 15 Minuten ausgeht. Da könnt ihr auch entsprechend auch euren Laptop gut dabei immer mal bei Gelegenheit. Auswählen, was beim Drücken des Netzwerkes passieren soll. So, dass wieder das natürlich wieder ausgekauft. Aber auch wieder den Trick, wo ich euch schon gezeigt habe. Gezeigt habe, so rum. Auf einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar. Da, da. So, zack, bumm. Jetzt doch.
sehen, bei Zuklappen, was da passieren soll. Genau. Gute Idee, lul. Da empfehle ich euch, dass ihr dann am besten auf Herunterfahren einstellt. Das man nebenbei bemerkt. Buff. Genau. Gehen wir jetzt mal hier ins Start. Laptop, so alles identische Version, nur halt eben mit dem einen oder anderen kleinen, klitzekleinen Unterschied. Sobald ihr einen sein, zum dass sie auch integrierten genau. Nur sind da kleine, aber feine Unterschiede zwischen PC und Laptop. Auch noch ein Geheimnis von mir verrate. Weil er eben bestimmte Einstellungen hat, eben beim Laptop fehlen. Am liebsten ja den PC. Das nur nebenbei bemerkt. Louis. Manchmal ist ein Laptop aber schon praktisch. Also, so. Das will ich heute trotzdem. Zu besitzen. Wenn man mal draußen ist. Zug. Oder wenn. Oder. Wenn in Urlaub fährt, dann ist schon ein Laptop praktisch. Wenn ihr Gäste habt, die auch gerne sich am PC sich beschäftigen, und dann ist auch manchmal von Vorteil. Loot. So ein paar kleine Geheimtipp von mir an euch. Genau. Aber auch mal praktisch ist. Halt am Laptop mit euch beschäftigen wollt. Kollegen und was zeigen wollt. Auch praktisch. Schwupps, mal hier schon mal nächste Unterschiedlichkeit. Habt hier die Möglichkeit, Geräte noch hinzuzufügen via Bluetooth. Das ist der nächste Unterschied zwischen PC und
Laptop-Version. So. Netzwerk und Internet. Den nächsten Unterschied. Der ist der, den das Laptop WLAN nur verfügt. Das ist auch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ein Vorteil an normalen Desktop-PC. Standardmäßig an. Aber auch als mobilen Hotspot-Modus machen. Oh. PC-Version. Laptop-Version. Ach genau. auch entsprechenden Einstellungen, besser gesagt Einstellmöglichkeiten. Wie ihr merkt, gibt schon gewisse Unterschiede zwischen PC und Laptop. Lul. Nee, oder anständig bleiben. Laptop wollen wir Anständigkeit halber ja sagen, lieber. Laptop. So, kommen wir zu der. Mal checken, mal eben gerade. Jo. Spiele in Ordnung, Familie in Ordnung, Kreativität, Schule. Das Palett. Mal diese Apps mal eben hin. Und so, ihre Infos. Auch da habe ich es mir so eingestellt, dass ich auch zwischen den beiden Konten hin und her wechseln kann zwischen Microsoft-Konto und lokalen Konto. Ich mag am liebsten ja ein lokales Konto, von daher. Liebsten ein lokales Konto. Ich hoffe, dass Microsoft das auch weiter so, wie wir es momentan haben, auch ist auch so weiter beibehalten tun. Dass man dazwischen wählen kann. Windows 12. Aber mit bei das denke ich zumindest jedenfalls so. Wird. Also, dann werden sich halt eben nur ändern. Und die Systemanforderungen werden sich dann ob und vielleicht ab und zu mal. Und Sprache.
Barrierefreiheit. Microsoft auch wieder an alles Geräte und Tastatur. Das ist bei Laptop und bei Desktop auch gleich geblieben. Aber es ist aber ziemlich. Systemsteuerung. Wieder. Im nächsten Bereich, Windows Mobilitätscenter. Das ist auch bei Windows 11 die Laptop-Version. Kleiner Unterschied, kann man auch sogar auch direkt auf das Windows Mobil zugreifen. So, zu Sound. Ui, jo, weil empfehle ich euch natürlich stellt bei den natürlich das Höchste ein, weil dafür für die Leistung habt ihr ja schließlich auch bezahlt. Von daher, also stellt das höchstmögliche. Umklang, Windows Zeug für Kopf. So. Wenn die Computer ver So. So, auch da habe ich natürlich schon das Admin-Konto bereits von Laptop oder Notebook.
whatever, es noch nicht aktiviert habt, aktiviert es, damit ihr alle Möglichkeiten habt. So, das wird dieses. Wünsche ich euch jetzt und ja, ganz viel Spaß noch mit den Dingen, die ihr macht. Ja.